Tagchen, Leute, und willkommen zu The Exide. Das ist Early Access, das ist so eine Art Action-Rollenspiel mit MOBA-Elementen. Wir haben hier schon einen Charakter erstellt, ich weiß jetzt nicht, inwieweit mal das Tutorial ein bisschen gespielt. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf Play. Aber er hat nichts gespeichert, also nochmal von vorn. So. Mit WASD können wir unseren Charakter, der hier noch recht neblig aussieht, können wir... was soll ich sagen? Ah ja, genau. Charakter können wir sozusagen mit WASD bewegen. Look around mit der Maus können wir uns umsehen. Hier, diesen wunderschönen Rand können wir mit angucken. Da ist das blanke Nichts. Oh Gott, es wird aber ganz schön hell, das Nichts. Was ist eigentlich dieses Dunkle hier? Sollen es Wolken sein? Schweben wir? Okay. Da schreibt uns jemand. So, und mit links können wir angreifen. Wir können hier so eine tolle... So eine tolle, Schockwelle machen. Oh! Okay. Das wollte ich nicht. Entschuldigen Sie. Ja, da haben wir aus Versehen mal einen umgehauen. Und wir können ihn mit Leertaste looten. Wenn wir ihn hier schon umgehauen haben, looten wir ihn auch gleich. Okay. Unten haben wir ihn gelootet. Wie, aber wir haben doch auf Looten gedrückt. Okay, nochmal hin. Loot all. Ah, da ist er rübergegangen. So, machen wir hier auf. So, jetzt gucken wir mal. Was für eine Waffe? Okay. Mücken. Mücken können wir hier schießen. 45 Damage. Oh, was haben wir denn hier? Healing Surge. Okay. Was ist das? Damage over time. Dot 50. Maximal Damage 60. Eine Supermücke. Schick. Geil. Eine Sense. Oh, die sieht schon mal gut aus. Die macht 50 Schaden. So, was haben wir hier? Q. Stunts a target for a short time. Bewegt sich nicht. Wie vorher. So, was haben wir hier? Ah! Zieht einen Target zu uns an. Hat ja gut geklappt. Gefällt mir schon mal. Ich bin ja auch eher lieber der Nahkämpfer. So, Nahkämpfer. So, ein Totem. Was haben wir hier? 19, aber dafür können wir ganz schön schnell schießen. Okay, gut. Und das ist hier... Damage over time. Giftnebel. Und was haben wir hier? Slowly hit the target. Können wir ihn auch wieder heilen? Ja. Um ehrlich zu sein, nicht so geil. Das sind wahrscheinlich dann auch gleichzeitig die Klassen. So, wie Bogenschütze. 41 Schaden. Schießt jetzt auch nicht so schnell. Was haben wir hier? Slows down. Okay. Was macht das hier? Deals damage. Close range. Okay, also... Für den Nahkampf dann so eine Art Damage-Sache. So, was haben wir hier? Oh, Nahkampf-Klasse wieder. Okay, das ist doch schon mal schick. Phalanx, longer speed, keep enemies. Ach so, haben wir eine höhere Reichweite als... Boah, ganz schön lange Reichweite. Okay, von hier. Was haben wir hier? Können wir einen Speer werfen? Okay, nicht mal getroffen, glaube ich. Und decrease... Okay, auch interessant. Können wir die alle slowen. Okay, da müssen wir schon näher ran als mit dem Dingens. Ja, Sense. Ich nehme die Sense. Die Sense ist geil. Wir nehmen die Sense. Okay, was haben wir hier? Wir können uns hier erstmal eine mitgeben mit der Sense. Ich bin ja der Sensemann. So, jetzt können wir hier... Ach, Rüstung.
So. Ach, und die haben auch wieder Fähigkeiten. Was haben die hier? So, Teleport you. Oh, teleportieren ist ja schon mal geil. Okay, aber ganz schön lange. Und heals target of a area. Okay. Muss sagen, das ist eine ganz schön geile Sache. So, und was hat der hier? So, ja, damage, but you lose health over time. Okay, okay, gut. Und beat you up. Bin ich jetzt schneller? Naja. Okay, nicht so geil. Nehmen wir mal das hier. Na. Gib mir! Gib mir! Wieso kann ich. Okay, so, was haben wir hier? Okay, da kriegen wir erstmal schnell Speed. Machen wir mal. Boah, wie schnell er rennt. Wie schnell er rennt. Sehr schnell, okay. So, und ach, und das bufft. Das bufft mich hier. Heilt mich. Habe ich rote Hände? Ja. Hände nicht gewaschen. Schon kannst du dich heilen. Okay, um ehrlich zu sein, finde ich das hier ganz geil. Weil mit diesem Teleporter-Ding. Allein das Geräusch ist schon so geil. Teleporter und was kann ich hier? Ach so, und wird geheilt. Wisst ihr was? Ich nehme einfach so einen krassen. So. Defeat the Guard. Okay, wisst ihr was? Machen wir einfach mal. Und guck mal hier. Boah, hat der gar nicht mit gerechnet hinter dir? So. Okay, erstmal so. Okay, jetzt bist du ziemlich weit dran, ne? Und angezogen. Macht schon mal Spaß. Das sind. Hat nicht mal was bei. Was war denn das jetzt? Okay. Oh, ein bisschen buggy. Okay. So, was haben wir hier? First Loot Materials Craft. Okay. Na, dann looten wir mal hier. Oh, was ist denn das? Böser Frosch? Nicht mit mir, Frosch. Kommst hier nicht heran. Ey, sag mal, der will das Monster aufessen. Ach so, ich soll es verteidigen. Okay, hier. Erstmal hier mitgeben, Frosch. Hier, dich zieh ich mal zu mir ran. Gut, kann ich eben beiden. Ne? Der Sitzmann ist da. Oh, erstmal teleportieren. Aber es macht keinen Schaden leider. Wir heilen uns mal selbst. Oder habe ich die Frösche geheilt? Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich die noch schnell looten? Nee, okay, die haben gar nichts bei. Okay, was ist jetzt los? Ach, so. 6, 5 Sekunden noch warten. Wir waren einfach zu schnell, wie als Sensenmann hier. Oh. Und looten nicht vergessen. Immer schön looten. So, zack. Okay, sehr gut. So, was haben wir hier? Oh, nochmal was zerstören. Ah ja. Boah, wie viel Damage wir machen, ja. So, war es das? 35 Sekunden. Okay. Oh, das ist schon wieder. Böse Eier, Inversion der Eier. Es hat gar keinen Schaden gemacht. Wahrscheinlich, weil ich das Ei einfach nicht zu mir ranziehen kann. Okay, das macht alles keinen Schaden. Egal. Wir können ja uns teleportieren. Oh, und schon sind wir am Ei. Mit dem Teleportieren, das macht keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, ob die Kombination, ich kenne mich einfach nicht so in so ein Matches aus, ob das jetzt eigentlich ganz gut war oder nicht. Kann ich es gar nicht sagen. So, erstmal looten. Was haben wir hier überhaupt gelootet? Obsidian! Geil. Okay, wir können jetzt hier was craften. Gib mir eine bessere Waffe. Okay, ich muss jetzt Obsidian. Und was haben wir hier noch? Flux? Oder was ist das? Werde mich nicht anzeigen. Crafted by Master Flipton, das sind wir. Kann ich hier selbst den Regler verteilen? Oh. Kann man nicht. Okay, so kostet gar nichts. Ah, hier, ab 4 kostet's was. Total balanced. Ich weiß jetzt nicht, was der von mir will. Aber machen wir erstmal zurück. Macht er das selbst oder? Total balanced. Wir craften einfach mal. Okay, jetzt ist es weg und was ist jetzt passiert? Es ist jetzt hier besser geworden? Okay.
keine Ahnung, was jetzt passiert ist, um ehrlich zu sein. Können wir die auch Trash und Drop? Nee, wir wollen die anlegen. Können wir die auch anlegen? Okay, was jetzt passiert? Habe ich die angelegt? Sieht die geil aus? Naja. Good. Nee. Abilities at the Dojo. Erstmal hier geben wir einen mit. Oh, daneben. Oh, ich glaube, wir machen mehr Damage. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel wir den Ratten vorhin da gemacht haben. Okay, der hat nicht mal was bei. Lächerlich. Hier, ziehen wir den mal ran. Okay, das klappt noch nicht so. Okay, das auch nicht. Aber das Teleportieren. Immer das Teleportieren. Nicht vergessen. Das klappt immer. Schön angezogen und hier noch mal einen mitgeben. Oh, das wird uns aber langsam heilen. Und looten. Oh, was ist denn das hier? Können wir es lernen? Ne, im Dojo können wir es lernen. Und den anderen auch looten? Okay, den hatten wir Loot. Okay, jetzt spinnt das ein bisschen rum. Wahrscheinlich, weil ich noch im Blutmenü war. Haben wir den jetzt schon gelootet? Den haben wir schon gelootet. Gib mir den anderen. Den ist so blöd genau nebeneinander gefallen. Das hat auch was. Na, können wir wahrscheinlich auch erst nur im Dojo lernen. Ja, und praktisch, dass hier gleich eins ist. So, lernen wir mal das hier und lernen wir mal das hier. So. Was ist das hier? Aha, Debuff, Enemy, Bar Damage, bla bla. Okay, gar nicht so geil. Invincible. Heilung oder Invincible, weil Blink, also teleportieren, das ist ja wohl mal. Oh, der Hammer. Ist hier was? Ach so, okay, und dann apply ich das und jetzt ist es hier unten. Applied. Okay, funktioniert irgendwie nicht. Invincible. Bin ich jetzt schon Invincible? Okay, was? Was ist das? Ah, jetzt bin ich Invincible. So, jetzt mache ich mal F. Oh, guckt euch das an. Ich bin invincible. Geil. So, dann machen wir einfach mal hier was rüber. Dann machen wir einfach mal alles rüber. Ich hoffe, dass die immer da ist. Spellen kannst du ja gut safely. Naja, dann verlieren wir nichts. Toller Baum. Achso, bauen wir so einen Save-Punkt. Watch out for footsteps, okay. You can hide in bushes. Ah, werden wir unsichtbar. So wie wahrscheinlich in Dota oder LOL. Ich glaube, das ist auch mit den Buschen. Also, Buschen. Mit den Buschens. Schöne Musik. Schön ruhig. Vorsicht, wo sind die Gegner jetzt hier, ja? Wenn der Sensenmann kommt. Sehen Sie mich nicht. Oh, die werden ja selbst auch unsichtbar. Gut, dann haben wir sie erstmal alle. Kriegt er alle schön Damage von mir. Oh, wir müssen fliehen. Okay, müssen wir. Ich mach's so gerne. Boah, das sind noch eine Menge. Oh, jetzt kriege ich aber doch ganz schön. Sollte ich vielleicht doch mal abholen. Okay, den hab ich. Oh, da können wir noch looten. Oh ne, ist weg. Oh. Wo sind denn die anderen jetzt alle hin? Also, ich glaube, den Heilungszauber dürfen wir nicht rausnehmen, weil wir haben. So, hier, der Sensenmann kommt dich zu holen. Schon wieder abhauen. Hier, hinter dir. Ups. Ja, wir brauchen unbedingt den Heilungszauber. Weil wir sind ja doch nicht so stark. So, use the gate to leave the tutorial. Okay. Na, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal einen kleinen Einblick erhalten. Dann machen wir an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Gucken, bevor wir gleich auch Level 2 sind, sehe ich jetzt erst. Ping von 300.
auch geil. FPS bei 60. Geht ja. Okay. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht gefällt es euch ja auch selbst zu spielen. Könnt ihr mal euch angucken. Wie gesagt, das ist gerade auf Steam erhältlich. 7 Tage kostenlos. Erstmal antesten und danach kann man es, glaube ich, sich dann für ein paar Euro holen. Ich werde es jetzt erstmal ausgiebig dann testen. Vielleicht auch das ein oder andere euch dann noch zeigen. Und ja, mal gucken, ob ich das dann so gut finde, dass ich es mir selbst dann auch hole denn, oder auch nicht. Ja, dann vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.